Falco, ne? Oh, mein bester Freund. Mann, Patrick, jetzt mach doch mal irgendwas Sinnvolles. Weißt du, den ganzen Tag hängst du hier rum, streichelst den Hund. Sebastian, trinkst du deinen sechsten Kaffee heute? So viel Kaffee trinke ich jetzt auch nicht. Räum noch mal die Kostümkiste auf, da drüben. Ne? Na gut. Geh da hin, räum aus und wenn du fertig bist, kommst du wieder, machst dasselbe nochmal oder so, keine Ahnung. Aber nerv einfach nicht, bitte sei leise, Mann. Okay? Komm, wir gehen die Kiste aufräumen, Falco. Diese Junior-Influencer, ey. Einfach nervig. Bist du immer... Bin ich hier derjenige, der immer die doofe Arbeit machen muss? Wer darf der coole Influencer sein? Ich bin ja nur der Junior, ne? Was ist das überhaupt für ein Zeug, ey? Das? Was ist das? Umhang? Ah, cool. Warte mal. So. Irgendwas fühlt sich anders an. Oh! Was ist denn da? Oh. Irgendwie... Ich bin nicht jetzt ein Jedi? Oh, sehr cool! Aber, also... Ach, das muss ich mal testen. Seid gegrüßt, edler Jedi-Ritter. Einen wunderschönen guten Tag, mein Volk. Ich bin es, der große Jedi-Meister El Paprico. Das klingt wie so ein Pizzabäcker. Ja, Freunde, ihr habt es richtig gesehen. Die Macht ist mit mir. Und so möchte ich auch euch da draußen sagen, die Macht kann auch mit euch sein. Denn heute präsentiere ich euch nichts Geringeres als Star Wars Galaxy of Heroes. Ihr könnt euch wieder setzen. So, Freunde, ich würde sagen, ihr wisst genau, was jetzt kommt, denn nur ein entölter Jedi ist ein richtiger Jedi. So möge die Macht mit euch sein, meine Ritter. Ja, Freunde, ihr habt richtig gehört. Wir zocken heute Star Wars Galaxy of Heroes. Denn, wie viele von euch wahrscheinlich mitbekommen haben, vor kurzem lief nämlich auf Disney Plus die neue Serie von Star Wars, The Book of Boba Fett. Und ich muss euch sagen, ja, bevor wir ins Game reingehen. Ich bin an sich schon immer ein Star Wars Fan gewesen, aber ich war jetzt nie so der Star Wars Fan. Versteht ihr, was ich meine? Wir verstehen uns. Mein bester Kumpel, sein kleiner Bruder, das sind die Star Wars Fans. Und was soll ich sagen? Der hat mich gnadenlos volle Möhre angesteckt. Volle Möhre. Und ja, Freunde, dementsprechend habe ich mir gedacht, oder habe ich mir heute Morgen gedacht, es muss doch irgendein Star Wars Mobile Game geben. Und so bin ich auf Star Wars Galaxy of Heroes gestoßen. Ja, Leute, also im Endeffekt ist es ein RPG. Ihr könnt halt wirklich mit allen euren Star Wars Lieblingshelden, könnt ihr euch einen Trupp erstellen. So, warte mal, ich guck mal, ob ich euch das jetzt kurz zeigen kann. So, das sind alle Charaktere, die ich bis jetzt habe. Und ihr seht wirklich, also es gibt, ich weiß nicht, ob es jeden Charakter gibt. Was mich jetzt mal interessieren würde, gibt es zum Beispiel Cad Bane oder so. Nee, sehe ich jetzt nicht auf den ersten Blick. Man weiß ja nicht, vielleicht schaltet man auch noch welche frei, die man jetzt aktuell noch gar nicht sehen kann. Ich würde sagen, ich kann tatsächlich euch noch nicht sagen, ob das Ganze nicht eventuell sogar ein Pay-to-Win-Game ist. Ich habe bis jetzt einfach heute Morgen reingeschaut. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr ja sogar mehr Erfahrung als ich. Allerdings sehe ich hier schon, okay, man kann sehr, sehr viel Geld in dem Game ausgeben, was ich natürlich nicht so cool finde. Aber dennoch möchte ich gerne die Gratis-Features testen, dem Game trotzdem eine Chance geben. Und du hast hier dann halt immer so deine ganzen Helden. Die Helden
Helden kannst du tatsächlich auch upgraden. Das ist einmal halt die helle und die dunkle Seite. Genau, und zum Beispiel, ich gehe jetzt einfach mal auf Ahsoka und können sie auch allgemein ihre Stufen upgraden. Machen wir jetzt einfach mal, wir machen mal zwei, bam. Dann kostet das hier Geld. Ich habe schon 122.000, ich glaube, das ist nicht viel. Und das habe ich tatsächlich in eine Stunde oder anderthalb, die ich das Game bis jetzt gezockt habe, zusammengefarmt. Genau. Und dann habt ihr halt eure Quests. Da würde ich jetzt sagen, gehen wir einfach mal hin. Ich kann bis jetzt nur auf der hellen Seite kämpfen. So, hier unten auf Einsatzziele. Und genau, dann habe ich hier meine Quests. Hier steht zum Beispiel, helle Seite Stufe 2, schließe alle Kämpfe der hellen Seite auf Stufe 2 ab. Da gehen wir jetzt hin. Sind nicht mehr ganz so viele. Dann können wir hier auf Kämpfen gehen. So, und dann haben wir hier unser Team, was wir auswählen können. Anführerfähigkeiten können andere Verbündeten Boni. Okay. Ah, lol. Das ist auch gerade neu für mich, nicht? Nehmen wir mal an, das ist jetzt unser Team. Dann gehen wir auf Kämpfen und join dem Game. Das Ganze ist halt jetzt eher ein bisschen entspannter, ne? Ich lege auch bewusst keine Musik drunter, weil ich euch die Musik selber erleben lassen möchte. Weil das macht das Game ja auch gerade so geil, ne? So, also. Es gibt hier erstmal einen fetten Machtstoß von unserem Anakin. Dann, wir haben Rey schon, haben wir gezogen, ne? Du kannst hier auch auswählen, okay, welchen greife ich jetzt an. Ich weiß nicht, ob das jetzt für euch so krass interessant ist, aber ich persönlich bin gerade ziemlich im Star-Wars-Fieber. Gerade jetzt The Book of Boba Fett. Also, ich habe es sehr enjoyed. Gibt auch ein, zwei Faktoren, wo ich ganz klar sagen muss, yo, hätte man meiner Meinung nach anders machen können. So gerade, um das Thema mal anzusprechen. Ich baller jetzt hier einfach mal drauf, ne? Wir haben hier unten rechts immer zwei Attacken. Wir haben einmal den einfachen und dann so den besonderen Schlag. Der muss aber erst, der hat immer eine Abklingzeit. Den können wir nicht dauerhaft benutzen. Den normalen Schlag, den linken, den können wir immer benutzen. Genau. Und was ich gerade sagen wollte, The Book of Boba Fett, an sich geil. Ich finde, mir fehlt ein bisschen was so in der Story. Es gibt tatsächlich, um es so auszudrücken, ohne euch spoilern zu wollen oder so, falls ihr es noch nicht geguckt habt. Ich habe das Gefühl, immer wenn's gerade brenzlig wird, wenn die Situation anfängt überzukochen, wird irgendwie in kürzester Zeit wieder alles gut. So. Und ich finde, es könnte schon auch mal... Ja, nee, ich spoilere euch sonst zu viel. Guckt euch an und vielleicht reden wir dann nochmal drüber. Das ist noch zu jung. Die Serie ist ja wirklich jetzt letzten Mittwoch, also nicht gestern der Mittwoch, sondern der Mittwoch davor, kam gerade die letzte Folge. Was ich euch empfehlen kann, wenn ihr das noch nicht geschaut habt, erstens guckt es, aber schaut auf jeden Fall davor The Mandalorian. Wenn ihr noch nie Star Wars geschaut habt und dann Boba Fett schaut, ich glaube, es ist schwer. Also, mich würde es interessieren, für jemanden, der so gar keine Star Wars Erfahrung hat. Also, ich hoffe, dass da jetzt keiner unter meinen Zuschauern ist, ne? Weil dann wäre ich jetzt schon traurig, nicht? Genau, so hier, Rey gibt nochmal Batz, Digga, in die Fresse. So, zack, Abfahrt. Erfolg. So, jetzt haben wir... Sind wir in der letzten Begegnung angekommen. Und da sind dann immer so die dicken Leute dabei, ne? Ich kommentiere kaum das Game. Ich rede nur über meine Star-Wars-Affinität. Freunde, ich habe wirklich lange nicht mehr so einen Hype auf irgendwas gehabt. Und gerade Star Wars, also ich liebe es aktuell. Ich liebe es wirklich extrem. Ich gucke mir auch mittlerweile diese ganzen Fan-YouTube-Kanäle an. Mein Favorite ist die 212. mit... Ich blende euch das jetzt mal hier ein. Die sind super. Also meiner Meinung nach, ich finde, so allein wie die alles recherchieren und so, krass. Big Props an die Jungs, finde ich super cool. Genau. So, ach du heiliger Bimbanovic. Jetzt müssen wir ja aufpassen. Also ihr seht, es ist halt nicht, ich steuere die Charaktere nur damit, indem ich halt hier die Attacken draufballer. Aktuell sind wir noch so weit am... Oh, der Opi hier, der ist aber ein bisschen wasted jetzt schon. Aktuell sind wir halt noch so am Anfang, ne, dass es wirklich noch viel zu einfach ist. Also, ich glaube, wir kommen dahin. Gerade am Anfang habe ich nie Damage genommen. Jetzt mittlerweile, ihr habt es gerade gesehen beim Obi-Wan, man kriegt schon was ab. Aber das finde ich geil. Ist ja oft so bei Mobile Games, ne? Sind wir mal ehrlich, du kommst in das Game rein und erstmal gewinnst du ganz viel. Das ist natürlich eine Mechanik, damit die Leute auch einfach dranbleiben, ne? Du hast ein Erfolgserlebnis und bleibst dann halt dran. Deshalb war ich auch damals bei meinem Dark Souls-Video tatsächlich so erstaunt, weil das Game fing an und war direkt schwer. Und ich hatte nicht mal einen schwierigen Schwierigkeitsgrad. Aber ich sag mal, so hätte ich jetzt... Okay, oder ich habe kaum Erfahrung so in Dark Souls oder so. Aber hab's schon ein, zwei Mal gespielt.
Und gerade so, wie du dich richtig ausweichst etc. Du wirst da schon rangeführt so. Das ist auf jeden Fall so die Sache. Soll jetzt auch gar nicht das Thema sein hier. Ne, wollte ich nur mal anreißen. Wir bleiben ja jetzt bei Star Wars, weil das finde ich insane gerade. Ich habe so Spaß daran. Und ich habe noch nie in meinem Leben The Clone Wars geschaut, Freunde. Und ich suchte das gerade dermaßen. Ich habe die erste Staffel in ein paar Tagen durchgeguckt. Einfach nur geil. Es ist einfach nur geil. Vor allem auch immer so, das hat mir auch mein bester Kumpel. Erstmal Shoutouts Timo, Felix, Kuss geht raus. Weil die haben mich dazu gebracht, dass ich jetzt The Clone Wars schaue. Genau, und ich muss halt wirklich sagen, es ist insane. Weil du lernst alles nochmal auf einer ganz anderen Art und Weise kennen. Ne? Zum Beispiel jetzt in Boba Fett kam ein Charakter, den habe ich noch nie vorher gesehen. Und ich habe alle Filme geguckt. Nee, stimmt nicht. Und jetzt wird ein Shitstorm kommen, weil mir wurde jetzt öfter gesagt, dass es ein sehr, sehr krasser Film ist. Ich habe Rogue One noch nicht geguckt. Mache ich aber jetzt, nicht? So, genau. Und da waren Charakter, die ich einfach noch gar nicht kannte. Ich habe den noch nie gesehen. Und dann auf einmal taucht er da auf. Das ist natürlich für die Leute, die so gerade Clone Wars ihre ganze Kindheit begleitet hat, ist das natürlich mega intens oder mega krass, wenn da plötzlich so ein Charakter kommt, den du seit Jahren nicht gesehen hast oder den du eigentlich nur in Science Fiction kennst. Und auf einmal ist der halt real, ne? Obviously nicht wirklich real, real, aber ne, ihr wisst, was ich meine. So. Also es ist ein sehr entspanntes Game, ne? Das ist jetzt nicht so ein ultra dryhard. Es ist nicht so ein ultra tryhard Game, was ich aber geil finde. Ne? Ich finde gerade, das ist ja auch so ein bisschen der Charme von Mobile Gaming, das entspannt nebenbei machen zu können. Ich kann, ihr seht hier oben links, ja, warte kurz. Ihr seht hier oben links, ich kann das Tempo erhöhen. Das heißt, ich mache Tempo 4 und jetzt greifen die einfach alle doppelt so schnell an. Das heißt, diese ganzen Animationen, wenn ich wirklich nur Bock habe, schön zu leveln, schön zu grinden, dann kann ich das alles ein bisschen upspeeden und es geht viel schneller gleich. Boah, die Mucke. Ist das geil oder ist das geil? Oh Mann, ist das... Ich enjoy es. Nice, Mann. Finde ich cool. Finde ich richtig strong, dass sie halt diese Musik benutzen dürfen. Ich meine, es ist ja auch, das Game ist ja auch actually von Disney und was weiß ich, was da am Anfang stand, ne? Aber finde ich super cool. Macht natürlich das Erlebnis. Ich mache mal einen anderen Stöpsel wieder rein. Gleich nochmal viel intensiver, ne? So. Wir sind schon im 3 von 3 angekommen. Bam, bam. Der kriegt nochmal einen dicken Schuss. Und auch, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Upsi. Jetzt habe ich hier mich verklickt. Wir spielen Luke ohne Laserschwert. Der heißt Bauernjunge. Und der hat einfach so ein Gewehr in der Hand. Finde ich cool. Würde mich interessieren, ob ich dann seine Waffe einfach wechseln kann irgendwann. Oder ob ich quasi einen erwachsenen Luke noch bekomme. Wisst ihr, wie ich meine? So. Und jetzt kriegen wir quasi immer Gegenstände. Ich gehe jetzt hier wieder rein. Es gibt auch so eine Cantina-Kämpfe. Das habe ich auch noch nie gemacht. Ihr seht, es gibt ultra viel, was ich noch gar nicht freigeschaltet habe. Habt ihr jetzt gerade schon gemerkt. So, ich habe ein bisschen Bock mehr zu grinden. Das fehlt mir, ne? Ich springe immer in jedes Game so rein. Aber so richtig, der Grind fehlt. Und ich finde es cool, ich finde es nice, so wie ich es bis jetzt gemacht habe. Aber irgendwo denke ich mir dann auch, okay, yo, eigentlich kannst du auch mal bei so einem Game sticken bleiben und mal ein bisschen mehr Zeit rein investieren. Ne, so wie damals bei Brawl Stars. Super geiles Projekt gewesen. So, aktuell können wir niemanden upgraden. Wir sehen ja auch Morph Gideon, ne? Mit Dunkelschwert tatsächlich schon. Ich kann aber aktuell noch nicht auf der dunklen Seite kämpfen. Ich weiß gar nicht, wann ich das freischalte. Nachdem du 3 Charaktere der dunklen Seite erhalten hast und Spielerstufe 12. Das heißt, mit anderen Worten, sollten wir das gleich geschafft haben. Wir gehen direkt rein in die nächste Runde. Wir machen hier jetzt mal das, was sie gesagt haben. Schön alle auf der hellen Seite erstmal weg. So, Raid Böllert hier rüber. Ja, auch. Bam. Boah, die sind richtig strong tatsächlich. Oha. Oha. So, warte mal, wie machen wir es? Ja, wir hauen mit ihm hier drauf. Ray ist so ein bisschen schwächer. Bam, bam. So, jetzt machen wir einmal einen Machtstoß. Bam, bam. Er hat hier am wenigsten abgekriegt. So, und Feierabend. Muss ich jetzt echt nochmal hier rüber? Zack. So. Also bis jetzt läuft es ganz gut. Es erinnert mich tatsächlich ziemlich krass an Battlefront 2. Der erste Teil davon. Also nicht die Neuauflage. So von den Graphics her. Ich find's nice, bin ich euch ganz ehrlich. Es ist natürlich, es ist schon noch neuer. Damals, es war wirklich einfach nur ein krasser Pixelhaufen. Ich weiß nicht, ob ihr das fühlt. Ich habe damals immer bei einem Kumpel von mir, beim Nico, falls du siehst, Shoutouts an Nico.
haben wir damals immer auf der PS2 das hier gezockt. Das hier sag ich schon. Battlefront 2. Und das war so geil damals, ich schwör's euch. Da war aber alles irgendwie, so gerade als man noch jünger war, da ist ja alles geil, was irgendwie mit Kämpfen und Lichtschwertern und hast du nicht gesehen zu tun hat. Ja, war eine geile Zeit. So, kann ich nicht anders sagen. So, was ist eigentlich mit ihm hier? Warum muss ich denn jetzt ihn angreifen? So, kriegst noch einen Schuss ins Gesicht. Ich mach mal den hier. Bam. Physische Blockade. Ich! Zack. Die Geräusche. Es ist insane. Ich muss sagen, ich weiß wirklich noch nicht, was das Game noch so mit sich bringt oder ob es wirklich eventuell ein Pay-to-Win-Titel sein könnte. Weil wenn ja, dann fände ich es ziemlich schade. Aber lasst es uns rausfinden. Ne? So. Nächster. Letzte Begegnung. Ich habe tatsächlich bis jetzt gegen noch keinen Jedi gekämpft auch. Das kommt aber auf jeden Fall. Also das weiß ich, dass das kommt. Ich habe vorhin schon mal so in ein anderes Video reingeguckt. Oh. Hoppala. Einfach um zu wissen, was erwartet mich noch so. Also ich wechsle hier mal kurz. Einfach, dass seine Ulti da draufhauen kann. So, dann machen wir ihn mal weg. Bam. Dann kriegt er hier einen Doppelhieb. Zack. Und dann macht er den hier. Bam. Und dann gibt es hier ein Stöckchen. Und dann gibt es hier noch einen Schuss. Und dann... Bam! Und jetzt sollte gleich Feierabend sein. So, Anakin ist der stärkste, glaube ich, von meinen Leuten bis jetzt. So, 3 Sterne. Niemand ist gestorben. Sehr gut. Wir können auch mal einen Cantina-Kampf machen. Auf dem Holotisch. Okay, machen wir mal. Ich habe keine Ahnung, was es ist. So. Ah, lol. Dann lasst uns mal... Ja, ich will den mit dem Darksaber kämpfen sehen. Wir machen mal das Team, was wir vorgeschlagen kriegen. Und schauen mal... Okay, es sind ja jetzt nur Klonkriege. Ah, okay. Ballern wir mal den hier rein. Okay. Jetzt will ich aber vom Morph hier eigentlich mal seinen Darksaber sehen gleich. Oha! So, pass auf. Ne, jetzt machen wir nächste Runde. Der Schuss. Der einen Hieb. Zack. Und jetzt gleich Morph Gideon mit seinem Darksaber. So. Zack. Oh. So, jetzt hier. Pass auf, da ist es. Okay, das war ja jetzt nix. Okay, bam, bam, rüber, zack. Und Morb, tschüss damit. Sauber, sauber, sauber. Ach, geil. Ach, schön. So, okay, das sind ein paar mehr als sonst. Ich würde sagen, da gehe ich mal so rein. Und dann so. Und dann mach mal den hier. Schön. Zack. Zack. Bam, bam. Oh. Ich habe gefailt. Und jetzt kriegen wir hier richtig... Okay, ja, die können ja nichts. Was wollen die auch machen? So, bam, jetzt ist hier jeder nach einem Schlag tot. Zack, und drauf und win. Ja, easy. 3 Sterne, easy clap. Aber ja, Freunde, so. Der Planet ruft, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mich das mit einem Like wissen. Freunde, tut euch selbst den Gefallen und schaut The Mandalorian, schaut The Book of Boba Fett. Ich wollte euch jetzt nicht zu viel spoilern, aber für jeden, der irgendwie sich dafür begeistern kann, ist das ziemlich nice. Und bis dahin, Freunde, wascht euch mal, ne? Tschö, haha! Jetzt noch was Witziges machen für dein Outro? Ja, ja. Ja, war nicht ganz drauf, aber danke dir.